Paartherapie, ja oder nein? Wer meine Inhalte kennt, auch meinen Podcast dazu verfolgt, der weiß, dass ich, was Paartherapie angeht, eine positive Einstellung habe, weil ich selbst zum Paartherapeuten gehe, zu Paartherapeuten gegangen bin, wenn ich in meiner Beziehung Probleme habe. Ich sage auch gleich warum. Allerdings bin ich da, möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben. Wenn du es machst, dann muss das auch passen für dich, denn ich habe da auch eine kritische Meinung. Also, wann gehe ich zum Paartherapeuten? Ganz einfach. Warum auch? Weil ich selbst manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. In der Beziehung, fühle mich schlecht, ärgere mich über was, aber meine Stimme sagt im Kopf, vielleicht hat sie recht und so weiter und so fort. Dann hätte ich gerne jemanden, der das mit mir einordnet. Weil manchmal man einfach Dinge nicht sieht, vorbelastet ist, ein Freund einflüstert, das war aber gar nicht cool von ihr. Und ich mir denke, stimmt, der hat recht. Aber er hat halt doch nicht recht gehabt. Ein Paartherapeut sieht einfach mit seiner jahrelangen Erfahrung mehr. Aber die Voraussetzung ist, dass überhaupt beide zum Paartherapeuten wollten. Der Paartherapeut für mich ein ganz wichtiger, wenn ich an diesen Grundkernen bin, wo wir beide einfach haken, obwohl wir es beide eigentlich wollen. Da sage ich Paartherapie ja. Und jetzt Achtung, wie? Paartherapie ist für mich wie ein Restaurant. Nicht jedes Restaurant kocht so, wie es mir schmeckt. Und deswegen probiere ich die einfach durch. Ich weiß noch, als wir unseren ersten Paartherapeuten gesucht haben, wir haben uns einfach mal gleich 5 Termine geholt mit 5 Leuten und haben festgestellt, 3 von denen waren einfach mal nicht passend, haben im Grunde genommen nur die Position meiner Frau vertreten. Was soll uns das bringen? Ich habe die gruseligsten Geschichten schon gehört, wo ein Paar beim Paartherapeuten ist und der Paartherapeut zum einen sagt, ja, Menschenskinder, das ist ja, passt halt nicht ganz, ne? Und gehen Sie doch einfach, weil, und dann zu dem anderen, der ganz betroffen reingesehen haben, nehmen Sie es mal nicht so krumm. War doch schön, dass Sie mal wenigstens ein paar Jahre zusammen waren. Da ist einfach jetzt für Sie nicht viel drin, ne? Alles klar, alles gut Ihnen, schön, dass Sie da waren. Paartherapie, das war Trennungshilfe, aber von der schlimmsten und übelsten Sorte. Auch so Sachen wie, ja, dann sollten Sie vielleicht das und das machen. Ah, das würde ich natürlich nie machen für mich, aber mein Leben ist ja auch ein anderes Leben, aber bei Ihnen würde ich das so machen. Wie bitte? Der rät was zu machen, was er selbst nicht machen würde? Das ist keine Paartherapie, da hat irgendein Narzisst seinen Beruf verfehlt. Sorry. Na? Also, an der Stelle, du testest die durch Italiener, bis die Pizza euch schmeckt, bis man einen hat. Und so ging es bei uns, war es der 5. dann, die 5. in dem Fall. Und plötzlich haben wir uns wohl gefühlt, plötzlich gab es einen Dialog, plötzlich wurde dafür gesorgt, dass beide gleich viel Stimme haben, plötzlich wurde hier mal meine Frau ein bisschen konfrontiert und ich wurde hier ein bisschen konfrontiert und wir wurden zum Nachdenken angeregt und wir hatten das Gefühl, wir hatten einen neutralen Ort, wo wir beide gleichermaßen auch ein bisschen Druck abbauen konnten und wo wir beide gleichermaßen auch ein bisschen angenommen worden sind, wo ein bisschen Herz für uns beide war. Ja, wir machen auch Paartherapie, haben wir natürlich auch, klar, aber für mich ganz wichtig, ich will jetzt nicht unsere Paartherapie verkaufen, ganz und gar nicht. Gerne verkaufe ich, dass wir dem Schwächeren erstmal helfen, in die Balance zu bringen, das ist einfach das Nummer-1-Thema. Wir können dann auch gerne mal zu dritt drauf schauen, wenn der Partner offen dafür ist und wir hier nicht so ein toxisches Thema haben, wo eigentlich ein toxischer Partner längst rausgeschmissen gehört, dann nur um die Beziehung noch für sich zu retten als toxischer Nutznießer, kommt da mit, aber macht nichts, ändert sich nicht und in Wirklichkeit ist er das wahre Problem. Da ist für mich Paartherapie schon vorbei. So, jetzt deswegen, was ist für mich so das Fazit? Teste es, bis es dir schmeckt. Wenn ihr beide gleichermaßen interessiert seid, achte darauf, dass du nicht vielleicht derjenige bist, der einfach nur mehr will und deswegen deine Reifen aufgepumpt werden müssen. Hol dir dazu auch unsere anderen Know-how-Videos extra zurück. Achte darauf, wie du deine Kommunikation verbesserst. Du kannst gerne eine Paartherapie laufen lassen, passt wunderbar zusammen und ein Einzelcoaching bei uns, weil wir dich stärken und stützen und das auch für die Paartherapie tatsächlich Rückenwind bedeutet. Und ich habe mehrere Fälle eingerenkt, wo ich Leute während des Coachings dann auch zu einer Paartherapie geraten habe und weil sie zuerst das Coaching mit mir gemacht haben, ich gesagt haben, nur wenn die Partnerin oder der Partner wirklich offen ist, ansonsten bist du ja quasi schon jetzt vorbelastet. Das heißt, dann nimm dir doch eine neutrale andere Person als Paartherapeuten und dann sind die in dem Tandem gegangen. Ich habe im Grunde genommen diese großen Probleme geknackt, die dafür gesorgt haben, dass es überhaupt bei denen weitergegangen ist. Das war so fast wie eine Ex-Zurück-Geschichte, die ich gemacht habe oder was wieder eingerenkt habe. Und der Paartherapeut hat wiederum den beiden gegeben, dass sie dann diese neue Ebene eben einfach auch ein bisschen quasi dann so wieder sich finden lassen, eine Rinde finden lassen. Das Wichtigste ist, dass du für dich die Klarheit hast, schau, was du wirklich brauchst
und nimm dir, was du brauchst und lass dich nicht beeindrucken, nur weil einer irgend so ein Promovierter oder ein 10-fach Zertifizierter ist. Es geht um euch. Es geht darum, dass ihr euch wohlfühlt. Ihr müsst euch wohlfühlen und wenn ihr es nicht tut, zack, gleich der Nächste, zack, gleich der Nächste, bis es passt. Und dann genieße, dass ihr euch bitte um die Paartherapie Zeit davor bitte immer einplant. Ganz wichtig, die Vorbereitungszeit. Und Zeit danach, gemeinsam das zu verdauen und auszuwerten. Dann erst macht die Paartherapie richtig Sinn. Alles Gute dir, dein Beziehungscoach Emanuel.